Hi Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Let's Play von Max Payne 3. Schön, dass ihr euren Weg hierher gefunden habt. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Arkay und ich werde euch durch dieses Spiel kommentierend begleiten. Nebenbei werde ich es auch noch zocken, ich versuche es zumindest. Und ja, ich bin total nervös, weil mein erstes Let's Play und so. Nee, natürlich nicht. So ist es dann doch nicht. Es ist allerdings mein erster Shooter, den ich zocken werde. Und deswegen könnte es noch ein bisschen holprig werden, zumindest in den ersten paar Folgen. Verzeiht es mir. Man muss nach ein paar Jahren doch, denke ich mal, wieder reinkommen, darin was zu erschießen. Aber das wird schon alles hinhauen. Nur werde ich deswegen eine Sache machen. Ich werde es nämlich, ich habe es nur schon mal ganz kurz angezockt. Deswegen werde ich es nämlich auf Easy spielen. Da ich eben beim Anzocken schon nach, glaube ich, nach einer halben Stunde oder was an einer Stelle sowas von derbe drauf bekommen habe, dass ich, ja, das getrost auf leicht machen kann. Die nächste Sache, die ich ankündigen muss, zwei sind es nämlich noch. Spiel auf Englisch, ne? Gibt keine deutsche Sprachausgabe. Gibt zwar deutsche Untertitel, weiß ich aber nicht, ob das jetzt endlich mal funktioniert hat, das auf Deutsch einzustellen. Da man bei Steam nicht die Möglichkeit bekommt, die Sprache irgendwie umzustellen. Es funktioniert wohl nur irgendwie so, wenn man das über das Steam direkt, also seine Steam-Sprache hat. Und ich habe das Spiel extra nochmal, also nachdem ich Steam auf Deutsch umgestellt hatte, extra nochmal runtergeladen, aber scheint immer noch komplett auf Englisch zu sein. Naja, wird schon irgendwie hinhauen. Und die nächste Sache, die ich leider sagen muss, dieses Spiel, liebe Zuschauer, ist ab 18 Jahren freigegeben. Das heißt, der deutsche Staat möchte nicht, dass ihr das Material seht, wenn ihr unter 18 Jahren seid. Solltet ihr aus einem anderen Land kommen, also für meine Zuschauer aus der Schweiz, Österreich oder den Niederlanden, informiert euch bitte, wie das dementsprechend bei euch aussieht. So, damit seid ihr belehrt und ich bin abgesichert und jetzt legen wir einfach los. This place is great, really comfortable. I'm just gonna get settled in. Time to move on, get on with my life. Yes, absolutely. Said it was a long time ago. Let it go, seriously. Definitely more my style than Panama, or Hoboken, I guess. No, if I'm honest, I just got kind of bored of boozing. I mean, once in a while, but not all the time. You're right, it wasn't doing me any favors. Maybe I'd lost my self-respect, but it's back. I'm excited, really. I really needed a new start. I think you're right. I think I am gonna like it here. It certainly ain't New Jersey. It's my new life. Just like you said.
Listen, if you think I can still do a job, what have I got to lose? Apart from the weight. Very funny, ha-ha. Yes, that is a fake laugh, you jerk. So I guess I've become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. So, ich hab's an dieser Stelle mal ganz kurz angehalten. Für diejenigen, die Max Payne 3 nicht kennen. Was heißt Max Payne 3 nicht kennen, das kenne ich auch noch nicht, aber für diejenigen, die Max Payne nicht kennen, also die Vorgänger. Max war also mal in New Jersey bzw. New York ein Cop und hat dort seine Familie, also seine Frau und seine Tochter verloren. Das war das Grab, das er vorhin besucht hat und die Rosen niedergelegt hat. Und wie ihr seht, die Ereignisse aus diesen ersten beiden Spielen haben ein gebrochenen und zerrissenen Mann zurückgelassen. Das waren diese sehr dramatisch inszenierten Szenen, in denen er seine Whiskyflasche geleert hat, oder Scotch ist es, glaube ich. Und behaltet euch also das einfach im Hinterkopf, mit was für einer Art von Person wir es hier zu tun haben. Und achtet natürlich darauf, also auf diese Geschichte, die Zwischensequenzen haben. Früher wurde das alles in so kurzen Comic-Strips gemacht. Jetzt haben wir das ab und an auch noch, dass die Bilder eben kurz geteilt werden, so im Comic-Stil, oder dass diverse Wörter als Schlagwörter direkt im Video auftauchen. I'd arrived in Sao Paulo a few weeks before. I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. And what kind of town was this? One where I didn't speak the language and they didn't water down their drinks. So for now, we seemed to get along just fine. Of course, that was about to change. Hey, brother. Hey. How's the cocktail? Scotch. I never mix my drinks. Well, at least not on duty. Something like that. Man, that favela is big. Yep. Nothing like the view of extreme poverty to make a penthouse cocktail party really swing. I guess they call it trickle-down economics. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I don't know. Something for the kids. Hey, listen, man. We better look lively. This place is a nightmare.
You just got cowboys running security downstairs? Something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. That guy next to him, he's some kind of cop. I think, I'm not sure. Serious though, big end cop, anti-gang sort of thing. I can't remember his name. Who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Tummy tucks and cock implants. Look at Marcel. Still dances like a fool. Guess that's what a European education and a coke habit will do for Ricky Martin look alike. That's very funny, Max. Oh, excuse me. I was mostly working for Rodrigo Branco, a local businessman. Built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned things, people. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello. He was a good time guy if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne, and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Things had gone from fine to fucked up in about a second, and now there were two idiots at the wheel. Clear. Got this floor? Sure. Right, look after yourself, bro. Stay safe. It wasn't my own safety I was concerned about, trophy wife or not. I'd said I would protect the girl. Tja, jetzt geht's los. Ich muss noch mal, wie gesagt, kurz hier. Ja, Bullet Time for the win. So, jetzt haben wir sie alle erwischt. Sehr gut. Oh. Und gleich noch irgendeinen Erfolg mal wieder bekommen. Ja, schauen wir mal ganz schnell. Also, mit Rechtsklick wird natürlich geaimt. So gut man das eben hier sagen kann als Third-Person-Shooter. Dann machen wir mit einem Druck auf. Leertaste machen wir so einen Slow-Motion-Sprung, wie ihr seht. Den, oh ja, den machen wir auch gleich nochmal. Währenddessen zielen wir und dann können wir so eine Typen super ausschalten, wie ihr seht. Ah, und ich höre schon wieder irgendjemanden auf Portugiesisch hier als Schlampe beschimpfen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier auch irgendwo noch... Ah ja, ach was, guckst du an. Golden PT-92, Teil 1 von 3. Ja, man kann so Geheimwaffen finden, muss man im Level eben die entsprechenden Teile finden. Und irgendwie kann man aber doch noch direkt, dachte ich hier, die Bullet Time anmachen. Wie ging das denn? Lasst mich mal ganz kurz, Moment. Gehen wir mal in die Optionen. Und Keyboards, jetzt pass auf. Bewegen, hier, Waffenkontrolle. Reload, Interact, Cover, Bullet Time, Left Shift, okay. Habe ich ja eigentlich schon probiert. Scheint nur gerade nicht zu wollen. Ach, muss ich schon aktivieren, denke ich mal. Den haben wir auf jeden Fall auch mal ausgeschalten.
That was the boss lady. Only this time she wasn't calling for more vodka in her Cosmo. Also sie hier. Und man kann natürlich... This hangover might need some preventative medicine. Ja, da haben wir gerade einen Painkiller gefunden. Das sind die Medipacks in diesem Spiel. Und man kann sich natürlich alle möglichen Dinge angucken in diesem Spiel. Hier, da sehen wir zum Beispiel wieder Dr. Arthur Fischer. Das war der Typ, der hier oben auch schon unterwegs gewesen war. Und eine Sache hatte ich hier noch entdeckt beim ersten Durchzocken. It wasn't the time, and I was still a little rusty. But the tune was coming together. Just as this new start of mine was about to come to a shuddering halt. She was out on one of the balconies, and I hoped, not about to be thrown off it. Na, das hoffen wir auch mal, deswegen schauen wir jetzt mal nach auf diesen Balkon. It might have been stupidity, or drunkenness, or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen women. Ah, verreck!